Im Januar war ich in Tiruvannamalai, das ist in Südindien, eine heilige Stadt mit einem heiligen Berg. Und ich interessiere mich auch für Statuen und für heilige Gegenstände und ging da in einen Shop und habe da den Shabir kennengelernt. Ein sehr netter Mann aus Persien. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und er hat mir erzählt, wie er Beziehung sieht. Und das möchte ich gerne heute mit dir teilen. Eine Beziehung glücklich zu führen, das ist die eierlegende Wollmilchsau, würde ich mal sagen, im Leben. Weil es geht ja immer um Beziehung. Es geht um Arbeitsbeziehung, um Liebesbeziehung, Beziehung zu Eltern, Kind. Überall, wo Menschen zusammenleben, auch in einer Hausgemeinschaft oder in einer Freundschaft, es geht immer um Beziehung. Und aus diesem Grund habe ich heute einen schönen Tipp für dich. Eine gute Beziehung zwischen zwei Menschen funktioniert wie deine zwei Hände. Da kann eine Hand etwas machen, die andere tut etwas anderes. Man schreibt mit einer Hand, man isst mit einem Löffel, man tut vieles einfach mit einer Hand und die andere macht irgendwas. Wenn es aber darauf ankommt, wenn es wichtig wird, wenn es streng wird, wenn es um etwas geht, dann arbeiten die Hände zusammen. Das heißt, wenn ich etwas Schweres anheben will oder wenn ich etwas wegstoßen will oder an einem Seil ziehen muss oder wenn ich etwas aufschrauben muss, das verklemmt ist, immer wenn es tough wird, wenn es hart wird, dann geht es nur gemeinsam. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Metapher für eine gute Beziehung. Jeder geht seine Wege, jeder tut, was er im Alltag auch immer so tut. Manchmal hat man gar nicht so viel miteinander zu tun, aber wenn es drauf ankommt, wenn es wichtig ist, dann ist der andere da und hilft. Und dann geht man gemeinsam und tut man die Dinge gemeinsam. Ja, und das wollte ich heute mal mit dir teilen. Und ich sag mal bis bald. Tschüss.